einen großen Ausblick hatte der Männerchor am vergangenen Wochenende in unserer heutigen Partnerstadt Ostrop-Bitterholzki. Und heute sind sie wieder dabei mit den Frauen aus dem begann 1865 mit dem Bau der städtischen Gasanstalt. Heute sorgen die technischen Werke und die Gasversorgung Delitzsch mit umweltfreundlichen Anlagen moderner Technik, dass Energie zum Leben jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung steht. Und wunderschön auch die Gruppe dahinter. Ich grüße ganz herzlich Herrn Herschewski. Wie immer am Festumzug nimmt er aber ein ganz modernes Fahrzeug teil. Lassen wir noch das Fahrzeug der technischen Werke passieren. Und dann begrüße ich ganz herzlich die Mitglieder des Behindertenzentrums aus Delitzsch. Wir sehen die Sportgruppen und es konnten von ihnen schon viele nationale und internationale Erfolge verzeichnet werden. Und eine Betreuerin hat heute ihren Ehrentag. Zum 60. Geburtstag herzlichen Glückwunsch, Karin Domm. Unseres Behindertenzentrums
uns das Siegel gerissen.